Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer vierten und letzten Podiumsdiskussion. In der Runde der vierteiligen Veranstaltungsreihe zur Hohenzollern-Debatte, die das Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung zusammen mit der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten und in Kooperation mit dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg in diesem Herbst 2021 durchgeführt hat und durchführt. Die juristische und auch die fachwissenschaftliche Behandlung des Themas können wir mittlerweile für einigermaßen geklärt halten. Auf die anhaltend diskutierte Frage, ob der ehemalige deutsche Kronprinz Wilhelm dem nationalsozialistischen Regime erheblichen Vorschub geleistet habe, hat sich mittlerweile ein Grundkonsens herausgebildet. Demzufolge ist in den Worten meines Münchner Kollegen Andreas Wirsching historisch-politisch unmöglich ist, diese Vorschubleistung heute noch zu bestreiten. Auch der Versuch, die freie Diskussion und Urteilsbildung in Wissenschaft und Publizistik mit juristischen Mitteln zu beschränken, er kann nach langen und zehrenden Auseinandersetzungen mittlerweile für gescheitert erklärt werden. Gerade erst hat das Landgericht Berlin in zweiter Instanz eine Unterlassungsforderung der Hohenzollern zurückgewiesen, die sich auf eine behauptete Anspruchnahme der Forderung der Hohenzollern nach einem Wohnrecht in Schloss Zizilienhof bezog. Zwar gehen einzelne Verfahren immer noch weiter, auch das sei angemerkt, aber es besteht doch begründete Hoffnung, dass die Hohenzollern sich zukünftig von ihrer misslungenen Strategie der juristischen Einschüchterung verabschieden werden, die im Ergebnis nur auf sie selbst zurückgefallen ist und die öffentliche Reputation des Hauses Hohenzollern nachhaltig beschädigt hat. Unsere Diskussionsreihe und unser heutiger Abend lässt diese Ebene aber hinter sich. Unsere Veranstaltung dient einem anderen Zweck, nämlich dem Versuch einer historischen Verortung des neu aufgeflammten Streites um das Preußenerbe und des Ausblicks in die Zukunft. Wir haben in den ersten drei Podiumsdiskussionen darüber diskutiert, wie viel monarchisches Erbe die Demokratie verträgt und wie unser Blick auf das Kaiserreich zwischen Historisierung und Aktualisierung hin und her geht. Wir haben unter dem Titel »Von Montbijou nach Minden« anschließend darüber gesprochen, wie unbefangen oder wie belastet Preußen sich heute ausstellen lässt. Und wir sind zuletzt der Rolle der Hohenzollern als Geschichtspolitiker nachgegangen. Und heute wollen wir eine vorläufige Bilanz dieser Hohenzollern-Debatte ziehen, die die Lage und die Perspektiven auf den verschiedenen Feldern der geführten Auseinandersetzung heute nebeneinander hält. Die Frage nach der Zukunft des Hohenzollern-Erbes, die wir heute diskutieren, enthält eine materielle und eine ideelle immaterielle Dimension. Wir wollen heute zum einen erörtern, was eigentlich im Streit um das Hohenzollernerbe materiell auf dem Spiel steht und wie diese materiellen Forderungen der Familie mit den Ansprüchen einer zeitgemäßen Geschichtskultur vermittelt werden können. Die zweite Frage richtet sich auf den Stellenwert, den die sich nun schon über mehr als zwei Jahre hinziehende Debatte in der zukünftigen Geschichtskultur einnehmen wird. Hat die Hohenzollern-Debatte neue Argumente hervorgebracht? Hat sie den öffentlichen und den fachlichen Blick erfolgreich geweitet und auf eine unheilvolle Kontinuität von Monarchismus und Preußenkult zu lenken vermocht, der es entschlossener als zuvor zu begegnen gilt? Bleibt Preußen also ein schwieriges Erbe, das Revisionismus und das Einschleichen eines sanften Wilhelminismus befürchten lässt? Oder haben wir uns in der neuen Preußendebatte eher in einem aufgeregten Alarmismus bewegt, der eine zeitgeschichtliche Randfrage infolge der unglückseligen Verknüpfung mit einer seit der Weimarer Republik schwelenden Vermögensauseinandersetzung in absurder Weise aufgebläht hat? In einem Wort, stellt die neuerliche Debatte um Preußens Erbe nach der bahnbrechenden Preußenausstellung von 1981 selbst eine historische Zäsur dar oder doch nur einen Sturm im Wasserglas? Auf diese Frage wollen wir auf der heutigen Abschlussdiskussion in die Zukunft weisende Antworten finden, zu der ich die brandenburgische Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Frau Dr. Manja Schüle, begrüße, den Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, Professor Dr. Christoph Martin Vogtherr, den langjährigen Feuilleton- und Wissenschaftsredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Gustav Seibt, und die Medievistin, Mittelalterhistorikerin und frühere Vorsitzende des Verbandes der Historikerinnen und Historiker Deutschlands, Eva Schlothäuber, die vor wenigen Monaten eine fortlaufend aktualisierte Dokumentation der Hohenzollern-Klagen ins Netz gestellt hat. Bevor jeder unserer heutigen Gäste mit einem vorbereiteten kurzen Statement in die Diskussion einführt, erlauben Sie mir bitte den einen Disclaimer, den Hinweis, dass unsere Diskussion aufgezeichnet und auf YouTube gestellt wird. Mit Ihrer Teilnahme an dieser Veranstaltung erklären Sie sich mit diesem Verfahren
Einverstanden. Und damit gebe ich das Wort an Sie, liebe Frau Schüle, für Ihr Statement. Bitte schön. Haben Sie ganz herzlichen Dank, lieber Professor Sabro, liebe Frau Professorin Schlothäuber, lieber Dr. Seid, sehr geehrter Herr und lieber Herr Professor Vogtherr und vor allen Dingen aber meine sehr geehrten Damen und Herren im Stream. Das ist eine gigantische Frage, mit der wir uns heute beschäftigen, beziehungsweise mit der wir unsere heutige Diskussion übertitelt haben. Ich will sagen, sie wiegt fast so schwer wie alle Verhandlungsgegenstände zusammen, denn wie weiter mit der Hohenzollern-Debatte oder wie weiter mit dem Hohenzollern-Erbe? Ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, dass die Satiresendung von Jan Böhmermann vor knapp 2 Jahren eine geschichtspolitische Intervention darstellte, die, soweit ich das zumindest überblicke, einzigartig sein dürfte. Der Satiriker Böhmermann empfiehlt sich am Abend des 14. November 2019 als Aufklärer, indem er die bis dato weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführten Verhandlungen mit der Familie Hohenzollern 30 Minuten ins Scheinwerferlicht des deutschen Fernsehens holt und alle 4 in Auftrag gegebenen Gutachten zu Entschädigungsfragen liegt und die Debatte um Entschädigungsansprüche mit der um den Postkolonialismus verbindet. Das hat es in dieser Form noch nicht gegeben. Und es markiert den Beginn einer harten Auseinandersetzung, die zum Teil wirklich erbittert geführt wird. Und zwar nicht nur in den Feuilletons, sondern auch in Stiftungsräten, in politischen Plenarsälen, in Ausschüssen, in akademischen Seminarräumen und bald auch wieder im Gerichtssaal, leider. Aber sie findet vor allen Dingen heute und hier statt, und zwar öffentlich zugänglich, alle politischen bzw. potenziellen Akteure der genannten Teilbereiche zusammenbringt. Und das ist aus meiner Perspektive nicht nur richtig so, sondern es ist erforderlich, denn der Informationsbedarf ist enorm, auch und gerade über die Grenzen der akademischen Welt hinaus. Und der Diskussionsbedarf, also die eigene Verortung auch, steht dem im Nichts nach. Was man im Übrigen auch daran erkennen kann, dass, jetzt muss ich mal gucken, über 60 Personen zur samstäglichen Primetime sich nicht zum Glühwein verabredet haben, sondern mit uns dieses schwierige Thema debattieren wollen. Und worum geht es? Es geht um strittige Vermögens- und Eigentumsfragen, allein in Bezug auf die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin und Brandenburg um mehr als 4.000 Objekte. Herr Vogtherr wird uns gleich in die ganze Komplexität der Kunstgüter und der Sammlungsgegenstände vor allen Dingen mit oder ohne eindeutige Eigentumszuordnung nach Vermögensauseinandersetzungsgesetz oder Ausgleichsleistungsgesetz einführen. Da geht es in der Diskussion ja gelegentlich auch leicht mal drunter und drüber. In der aktuellen Debatte geht es um die Entschädigungsansprüche einer vormaligen herrschenden Königsfamilie und um die Frage, ob diesen stattgegeben werden kann, Stichwort Unwürdigkeitsklausel. Und doch wissen wir, alle, glaube ich, die sich heute zusammengefunden haben, die Klärung von Eigentumsfragen, von Sammlungsgegenständen wäre auch ohne die nötige Prüfung, ob der Kronprinz dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet hat oder nicht, hochbrisant. In aller Kürze, zuletzt hatte die öffentliche Hand 2018 probiert, für alle Sammlungsgegenstände eine sogenannte Eigentumszuordnung zu entwickeln. Wichtigstes Anliegen, der freie, der ungehinderte Zugang für die Forschung und vor allen Dingen für die Öffentlichkeit. Im Dezember 2018 wurde Georg Friedrich Prinz von Preußen ein Vertragsangebot mit den Objektlisten übermittelt. 2 Monate später folgte das Gegenangebot im Sommer 2019, dann ein Austausch zwischen den Vertretern der öffentlichen Hand und Herrn Prinz von Preußen. Der damalige Finanzminister forderte zudem die sofortige Rücknahme sämtlicher behördlicher und gerichtlicher Restitutionsanträge. Man war sich soweit einig, dass notwendige Leihverträge den üblichen nationalen und natürlich auch internationalen Standards folgen sollten. Nun, die kamen bekanntermaßen nicht mehr zustande. Die Zuordnungsfrage der Kunstobjekte war insgesamt kein leichtes Unterfangen. Und zwar nicht nur vor 2 Jahren, sondern schon vor 100 Jahren konnte das preußische Finanzministerium nicht eindeutig klären, wie die Objekte, die mit den Hohenzollern in Verbindung stehen, in öffentliche auf der einen Seite und in private Kategorien auf der anderen Seite aufzuteilen sind. Das Instrument des Vergleichs wurde gewählt und die Vermögensauseinandersetzung durch einen Vertrag von 26 beendet. Die getroffenen Regelungen für die Hohenzollern recht großzügig. Verantwortlich dafür die nach wie vor verbreiteten monarchistischen Loyalitäten, vor allem im politisch-konservativen Spektrum, so die Argumentation von Sophie Schönberger. Folgen wir ihr, so haben wir es 2019 mit einer Wiedergängersituation zu tun. Sie argumentiert, es gibt die gleiche Scheu der staatlichen Vertreter, die Vermögensauseinandersetzung mit Mitteln des Rechts führen zu wollen. Und es gibt die Fokussierung der staatlichen Vertreter auf eine einvernehmliche Regelung. Entweder, weil man dem Recht nicht ganz traut
oder aber weil man dem Vertragspartner nicht verprellen will. Ist dem so? Verstehen Sie mich nicht falsch, das ist keine rhetorische Frage. Aber was verstehen wir im Kultur- und Wissenschaftsministerium, in dem ich mich auch gerade befinde, unter Kulturerbe? Immerhin der zentrale Begriff des heutigen Abends. Und welcher politischer Auftrag ist damit verbunden? Unser Kulturerbe ist Ergebnis eines menschlichen Schaffensprozesses, ein von historischer, natürlich gesellschaftlicher, künstlerischer, wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Bedeutung. Und aus dem Grund wird dieses Erbe auch mit Mitteln der Landesregierung, mit Mitteln der öffentlichen Hand nicht nur geschützt, sondern auch mit viel Geld gepflegt und der Öffentlichkeit natürlich zugänglich gemacht. Und worum geht es im sogenannten Streit mit den Hohenzollern, dem Bund und den Ländern? Zusammengefasst um drei große Themenkomplexe. Erstens, Ausgleichszahlung für enteignete Immobilien an die Familie Hohenzollern beziehungsweise die bereits erfolgte Ablehnung, eben dieser anhängig beim Verwaltungsgericht Potsdam. Zweitens, Rückgabe von enteigneten Sammlungsgegenständen anhängig im Finanzministerium. Und drittens, Eigentums- und Herausgabeansprüche gegenüber den verwaltenden Einrichtungen vor dem Hintergrund unklarer Eigentumsregelungen aus der Zeit der Weimarer Republik, abgelaufener Leihverträge oder Vereinbarungen. Ich möchte an dieser Stelle eins klarstellen. Der Prinz von Preußen betont immer wieder, dass er nicht der Anwalt seiner Vorfahren sei. Das ist richtig, denn er ist sowieso nicht Anwalt, sondern er ist Kläger. Und wir hier in Brandenburg und auch das Ministerium, wir sitzen nicht zu Gericht, denn wir sind die Beklagten. Ich möchte in dem Zusammenhang außerdem eine gängige Annahme korrigieren. Ich streite mich nicht. Jedenfalls nicht oder mit niemandem aus der Familie oder Institution des vormaligen Königshauses. Ich möchte aber auch dazu sagen, ich hätte das durchaus gerne getan. Jedenfalls, wenn wir Streit als einen ganz natürlichen Teil eines, wenn auch komplizierten, aber dennoch konstruktiven Aushandlungsprozess begreifen würden. Den hat es in der Form leider nicht gegeben. Dafür hatte ich drei Bedingungen gehabt, zu denen es leider nicht gekommen ist. Erstens, die Klagen und Abmahnungen gegenüber Wissenschaftlerinnen und Journalistinnen werden gestoppt. Zweitens, der Diskurs findet öffentlich statt, will heißen, keine Hinterzimmertreffen und Nebenabreden mit Seilschaftscharakter. Und ich finde es außerordentlich schade, dass Georg Friedrich Prinz von Preußen unserer gemeinsamen Einladung heute zur Mitdiskussion nicht gefolgt ist. Und ich möchte deutlich machen, dass ich mich gerne, immer schon im Übrigen, direkt auch mit ihm ausgetauscht hätte, aber eben in der Öffentlichkeit, auf einem Podium und nicht bei einem vielleicht halb privaten Wein. Drittens, die Verhandlungsbasis sollte das letzte Angebot der öffentlichen Hand sein. Das bereits erwähnte aus dem Jahr 2018. Anfang 2021 haben sowohl die Parlamente in Berlin als auch in Brandenburg beschlossen, ein Gericht soll das weitere Verfahren klären. Das finde ich auch fachgerecht, aber natürlich schade, denn es gibt offensichtlich mehr Antworten als die juristische auf diese Fragen. Und wie Winfried Süß vom ZZF schreibt, Historiker interessieren sich für die Ambivalenzen, Mischverhältnisse und Widersprüche menschlichen Handelns. Da würde ich gerne einwerfen, Politikerinnen im Übrigen auch. Juristen seien da eher, Zitat, reduktionistisch und suchen kausale Eindeutigkeit. Oder anders formuliert, das Gerichtsverfahren ist auf ein Ende ausgerichtet, nennt man im Übrigen Urteil, gesprochen im Namen des Volkes. Geschichte aber, Geschichtspolitik ist ein dialogischer Prozess. Wenn man nicht mehr über Geschichte redet, wenn man sich nicht mehr mit Geschichte auseinandersetzt, wenn man nicht mehr über Geschichte gelegentlich streitet, dann ist sie tote Vergangenheit und das kann keiner von uns wollen. Man kann Kunstwerke privatisieren, Geschichte hingegen nicht. Und dass die Debatte nach wie vor nicht nur von Politikerinnen, nicht nur von Historikerinnen, Juristen oder betreffenden Privatpersonen, sondern auch große Teile der Bevölkerung beschäftigt, ja, ich würde mal sagen, vielleicht sogar elektrisiert, bezeugt das nach meiner Auffassung. Ich muss nur auf den Wochenmarkt am Wochenende gehen, hier bei uns im schönen Potsdam, und werde auf das Thema angesprochen. Das finde ich außerordentlich wichtig und das finde ich im Übrigen auch außerordentlich erfreulich. Gut also, dass wir diese Veranstaltungsreihe mit dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung und der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten durchführen. Der heutige Abend ist nur ein vorläufiger Abschluss, liebe Gäste im Livestream. Sie sind zur weiteren Diskussion und zur Teilhabe nicht nur ausdrücklich eingeladen, nein, ich will fast sagen, wir fordern Sie auch gerne dazu auf. Und was ist mir wichtig? Warum kann man sich ja gepflegt die Frage stellen, hält die Schüler nicht einfach die Füße still, veranstaltet lieber Diskussionen, äußert sich im Feuilleton? Ganz einfach. Als Kultur- und als Wissenschaftsministerin habe ich exakt zwei Aufträge, die besonders wichtig sind. Erstens, dafür zu sorgen, dass unsere öffentlichen Einrichtungen, unsere öffentlichen Kultureinrichtungen, einschließlich des darin enthaltenen Inventars erhalten bleiben und dass Menschen in unserem Land, darüber hinaus natürlich auch,
Zugang zu diesen Einrichtungen haben und somit auch Anteil an unserem gemeinsamen historisch gewachsenen Erbe. Und zweitens empfinde ich es nicht als meine Aufgabe, die Hochschulenforschungslandschaft zu verwalten, sondern vor allem die Rahmenbedingungen für eine funktionierende und vor allen Dingen für eine exzellente Wissenschaft zu schaffen. Und Grundvoraussetzung dafür ist ihre Freiheit. Beides habe ich in der Hohenzollern-Debatte offen gestanden, zuweilen als gefährdet gesehen. Und dass uns das so schwer beschäftigt, ist auch Auslöser eines interdisziplinären gesamtgesellschaftlichen Verhandlungsprozesses, von dem wir alle lernen können, wenn wir ihn gemeinsam führen. Da geht es eben nicht nur um schlau ausgetauschte Meinungen, sondern das Führen dieser Debatte hat eben auch Wirkmacht und überträgt sich in realpolitische Handlungen. Denken wir daran, dass die fehlende Bereitschaft, die Klagen zu stoppen, dazu geführt hat, dass Verhandlungen eben nicht fortgesetzt werden. Dass es eine breite Koalition gegen das Vorgehen des Prinzen von Preußen gibt. Es sind eben nicht einzelne Entschädigungsapologeten, wie Historikerinnen aktuell diffamiert werden, sondern es ist eine breite Koalition aus Medienvertretern, aus Politikern, aus Gewerkschaften, aus zivilgesellschaftlichen Akteuren, aus wissenschaftlichen Institutionen natürlich aber auch. Und denken wir auch an die Potsdamer Garnisonkirche. Ich habe gesehen, es sind sehr, sehr viele Potsdamer jetzt im Chat dabei. Das freut mich außerordentlich. Und den jüngst gefundenen Kompromiss des Turmbaus und der Einrichtung eines Bauhauses der Demokratie. Hat die Debatte nicht eben jenen Kompromiss auch befördert? Ich bin also froh und ich bin auch wirklich außerordentlich dankbar, dass der Austausch zum Hohenzollern-Erbe in den letzten Veranstaltungen dieser Reihe schon so anregend erfolgt ist und heute auch fortgeführt wird. Und an dieser Stelle will ich mein kurzes Eingangsstatement auch beenden und bedanke mich hier schon mal für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Schüle, für Ihr Eingangsstatement. Geschichte lässt sich nicht privatisieren. Das ist in der Tat ein Leitsatz, den wir an der Hohenzollern-Debatte in einer Intensität überall erleben. Das geht mir auch genauso, wie man sich das vorher nicht hätte denken können. Und diese Frage, ob sich Geschichte privatisieren lässt, lieber Herr Vogt, richtet sich natürlich besonders an die Sammlung, die Sie verwalten, und die Fragen der Besucher, die bänglichen Fragen, ob die Stücke, die Sie dort haben, von Schloss Charlottenburg angefangen, ob die dort eigentlich bleiben werden. Damit würde ich Ihnen das Wort übergeben gerne. Ja, vielen Dank. Ich sitze hier als Vertreter einer Einrichtung, die per Satzung damit beauftragt worden ist, sich um das materielle Erbe tatsächlich der Hohenzollern zu kümmern. Und wir sind Nachfolger der preußischen Schlösserverwaltung, die in den 1920er Jahren unter großen Schmerzen errichtet und geboren wurde. Das ist deshalb wichtig zu betonen, weil wir eine Einrichtung sind und eine Aufgabe von Einrichtungen weiterverfolgen, bei denen es um die demokratische Interpretation eines monarchischen Erbes geht. Das ist seit den 1920er Jahren der Auftrag. Und das hat sich seitdem natürlich immer wieder neu definiert und neu, und wir mussten es immer wieder neu positionieren. Aber der Grundsatz daran ist tatsächlich nach wie vor aktuell. Das ist deshalb auch zu betonen, weil es in den europäischen Ländern jeweils nach dem Sturz der Monarchie, wenn es einen solchen gab, sehr unterschiedliche Wege gab. Einige Länder haben sich ja dafür entschieden, sehr viel stärker in dieses Erbe auch physisch einzugreifen, es auseinanderzureißen, teilweise zu zerstören, teilweise auch durch solche Akte da politisch darauf zu reagieren. In Preußen ist damals die Entscheidung getroffen worden, dass dieses Erbe weitgehend zusammenbleiben soll und die durch eine Interpretation umgedeutet werden soll, aber nicht durch einen Umbau oder eine materielle Veränderung. Das ist natürlich inzwischen nicht mehr eine Situation, auf die wir uns direkt beziehen können, die dieses Erbe ist, als direkte Nachfolger auch der Hohenzollern und preußischen Geschichte, die wir tatsächlich erzählen, ja zu wesentlichen Teilen zerstört, verändert und durch einen Wechsel in Gesellschaftsformen auch überformt. In der Weimarer Republik war der Weg, diese Demokratisierung zu leisten, war der, dass die Denkmäler und Monumente im Wesentlichen als kunsthistorische gesehen wurden. Man hat sich dort mit Schinkel beschäftigt und mit Knobelsdorf und hat auf diese Weise versucht, diese Schlösser, Sammlungen und Parks sozusagen aus der tagespolitischen Debatte herauszuziehen, indem sie als Denkmäler der Kunst gewürdigt worden sind. Das war auch noch in den Jahren um 1990 der Fall, denn die Begründung dafür, dass die Potsdamer Kulturlandschaft als UNESCO-Weltkulturerbe eingetragen worden ist, ist ausschließlich kunsthistorisch. Es wird in der Begründung sich nicht auf die politische Bedeutung dieses Komplexes bezogen, sondern tatsächlich auf die architektonisch, städtebaulich, gartenhistorische.
Wir denken natürlich inzwischen, dass wir da eine Aufgabe haben, die wirklich ganz zentral für uns ist, nämlich dass wir die stärker uns der politisch-historischen Vermittlung widmen müssen. Das liegt zum einen an der eine Distanz zu den Ereignissen, denn es ist tatsächlich heute unseren meisten Besucherinnen und Besuchern nicht mehr klar, was Preußen tatsächlich genau war. Es hat aber eben auch mit dem zu tun, worum es heute Abend geht, nämlich die Tatsache, dass diese Fragen, die dahinter stehen, tatsächlich auf viele Weisen aktuell sind, denn wir betreuen ja ein materielles Erbe in kunsthistorischer Sicht des Landes Preußen. Wir betreuen aber auch einen Aspekt der Erinnerung an Preußen und das soll natürlich eine kritische und eine aktive Erinnerung sein. Der Hohenzollernstreit, um den es heute geht, bei dem geht es aus unserer Perspektive natürlich hauptsächlich sozusagen um die Sammlungen, weniger um die Entschädigungsfragen, denn es geht um die Sammlung in ihrer musealen und denkmalpflegerischen Bedeutung. Darüber hatte ich ja gesprochen. Meine vormehrende Rednerin, Ministerin Schüle, möchte ich nochmal betonen, dass tatsächlich das, worum es vor Gericht geht, nur ein kleiner Teil dessen ist, worum es tatsächlich insgesamt geht. Es geht dabei um den Inhalt der Liegenschaften im Lande Brandenburg, die 1945 noch Privateigentum waren, dann von der sowjetischen Militärregierung beschlagnahmt worden sind und in Nationaleigentum überführt worden sind. Um diesen Teil geht es und das ist tatsächlich auch ein Teil, wo wir alle wissen, wie das vor Gericht geklärt werden könnte jetzt und was da die Kriterien sind, nämlich die Frage dieser wesentlichen Vorschubleistung. Es gibt aber eben eine ganze Reihe anderer Komplexe und die gehen teilweise wieder auf diese schwierige, komplexe Lage in den 1920er Jahren in der Weimarer Republik zurück, denn man kann rückblickend, das ist jetzt wieder eine historische Einschätzung, keine juristische, sagen, dass es offensichtlich in den 20er Jahren Hemmungen gab, alles letztendlich zu klären, um eben gewissen politischen Konflikten auszuweichen, die damit verbunden waren. Und so ist ein großer Teil nicht eindeutig einer Seite zugeordnet worden, also der Familie Hohenzollern oder der preußischen Schlösserverwaltung, sondern es gab tatsächlich einen dritten Komplex, vor allen Dingen um das Hohenzollern-Museum herum, wo so eine gewisse Ambivalenz beibehalten wurde darüber, wem das Ganze wohl gehört. Das kann man auch rechtlich klären. Da würde ich also dem zustimmen, was jetzt in der Diskussion in der letzten Monate auch immer stärker gesagt worden ist. Das wird aber außergewöhnlich viel komplizierter sein als die Frage, die zurzeit gerade wieder in Brandenburg anhängig ist und wahrscheinlich nun vor Gericht entschieden wird. Frage, es gab deshalb ja diese seit der Wende letztendlich einen Versuch, das durch Vergleich zu klären. Das ist in mehreren Bundesländern auch tatsächlich geschehen. In Thüringen ist das vergleichsweise einvernehmlich passiert, allerdings mit ganz, ganz wesentlichen Vermögensübergängen an die herrschenden Familien. Also gerade im Weimar, wo auf diese Weise eben ein Großteil des sozusagen der Klassikstiftung Weimar und der entsprechenden Liegenschaften und Sammlungen sozusagen für die öffentliche Hand gesichert werden konnte. In Sachsen ist das ja im ersten Anlauf schiefgegangen, kann man so verkürzt gesagt sagen, denn da gab es eine Öffnungsklausel im Vertrag, die tatsächlich zu einer vollständigen zweiten Verhandlungsrunde geführt hat. Die war ausgesprochen schmerzhaft, also für die Museen gerade, denn da wurden nochmal sehr große Nachforderungen gestellt. Das heißt, das war also ein Teil, ein Ablauf, der weniger erfolgreich war. Und das war auch im Hintergrund der Verhandlungen in den letzten Jahren, also bis vor 3 Jahren, bis vor 2,5 Jahren, eben versuchen, so eine Situation zu vermeiden und tatsächlich ein für alle Mal da eine feste Zuordnung der erhaltenen Objekte zu treffen. Inzwischen ist eben die Hauptaufmerksamkeit von dieser Frage, dieser Verhandlungen übergegangen auf die Frage der rechtlichen und der historischen Einschätzung. Es ist ja interessant, dass die rechtliche Einschätzung eine historische Einschätzung fordert und auf diese Weise ja diese Diskussion, die es heute geht, wesentlich mit vorangebracht hat. Aus unserer Perspektive kann ich nur sagen, es war ein ausgesprochener Glücksfall. Wir haben durch diese Auseinandersetzung bereits sehr, sehr viel gelernt. Also die neuesten Bücher, die herausgekommen sind, also jetzt gerade das Buch von Herrn Malinowski, der heute Abend auch dazu geschaltet ist, habe ich gesehen, zum Beispiel ist ja letztendlich auch ein Produkt dieser Diskussionssituation, die sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Und das ist natürlich für uns alle gut. Wir sehen aber auch, dass es eine große Neugierde bei Besuchern und Besucherinnen gibt bei uns. Es kommen sehr viele Nachfragen, es werden plötzlich Themen wieder aufgegriffen. Ich habe das Gefühl, auch häufig durchaus
unverbittert oder offen, aber es sind ganz viele Fragen entstanden wieder. Und ich glaube, wir haben uns ein ganzes Jahrhundert als museale Einrichtung jetzt erschlossen, denn es ist völlig klar, was unsere Besucher am meisten interessiert auf der historischen Ebene, ist tatsächlich die Geschichte unserer Anlagen im 20. Jahrhundert. Und das war ja etwas, was wir bis vor kurzem weniger dargestellt haben und worauf wir jetzt sehr viel Energie wenden. Nicht nur wegen der Hohenzollern-Debatte, aber die war sozusagen nochmal ein Katalysator dafür. So viel vielleicht erstmal dafür. Ich spare mir einen Versuch, die rechtliche Situation der einzelnen Komplexe von Objekten zu erzählen. Das wäre ein sehr, sehr langes Thema, aber stehe natürlich gerne für Rückfragen zur Verfügung. Danke sehr. Ja, vielen Dank, Herr Vogt. Ich glaube, diese Rückfragen werden zumindest in einzelnen Punkten auch nachher noch kommen. Aber so wie wir das im Eingang beschrieben haben, wir wollen die verschiedenen Felder der Auseinandersetzung und der Zukunftsperspektiven erstmal gegeneinander halten. Und Sie hatten selbst, Herr Vogt, ja schon auf die historische Perspektive des langen 20. Jahrhunderts angespielt. Und das, Frau Schlothäuber, ist natürlich jetzt die Gelegenheit, an die Fachkollegin aus der Historikerzunft weiterzuleiten. Bitte schön. Herzlichen Dank, Herr Sabro. In der Frage, wie können und wollen wir mit dem Erbe der Hohenzollern umgehen, kommt den Historikerinnen und Historikern die Rolle der Experten zu, aus verschiedenen und ganz unterschiedlichen Perspektiven historisches Handeln einzuordnen, Quellen und Forschungspositionen kritisch zu hinterfragen und auf dieser Basis zu bewerten und zu würdigen. Herr Vogt hat es eben schon angesprochen, unsere Forschungsergebnisse informieren das juristische Urteil, aber das folgt natürlich anderen oder jedenfalls partiell anderen Logiken. Und es ist auch bereits durch einschlägige Urteile ganz gut auch ausbuchstabiert. Die Geschichtswissenschaft ist anders als die Literatur der Wahrheit verpflichtet, aber natürlich sind unsere Würdigungen und Wertungen zeitgebunden. Und deshalb muss sich jede Generation neu die Frage stellen, wie steht sie zu unserem Erbe, also zum Kolonialsozialismus, zum Kolonialismus zum Beispiel, zum Wilhelminismus oder auch zum Nationalsozialismus. Und insofern, da würde ich Frau Schüde wirklich zustimmen, von Herzen, ist und war diese öffentliche Debatte, die durch diese Entschädigungsforderung der Hohenzollern angeregt wurde, unverzichtbar. Und sie ist ein ganz wichtiger Teil des Selbstverständigungsdiskurses unserer Gesellschaft heute. In der wissenschaftlichen Community hat diese ganz intensive Debatte der zentralen Ergebnisse dazu geführt, dass die frühere Debatte über die Zerstörung der Weimarer Republik und die Erschaffung der NS-Diktatur neu gewürdigt wurde. Und die Erkenntnisse von früher haben sich dabei im Wesentlichen als tragfähig erwiesen. Aber in dieses differenzierte Bild hat man jetzt die neuen Einsichten und die alten Erkenntnisse über das politische Verhalten und der Familien der Hohenzollern umfassend zusammengestellt und eingeordnet. Und methodisch, würde ich sagen, ist noch hinzugekommen in dieser Debatte, dass eine kulturgeschichtlich ausgerichtete Forschung das rechte Milieu aus der Perspektive des Adels besser beleuchten kann. Also insofern würde ich Herrn Vogtherr zustimmen. Die angestoßene fachliche Debatte hat den Blick der Forschung geweitet. Sie hat aber auch gezeigt, dass der breite Konsens der Forschung über die große Unterstützung, die der Kronprinz Wilhelm und andere Familienmitglieder dem Nationalsozialismus angedeihen lassen haben, dass dem bislang keine empirisch begründete Argumentation entgegengestellt werden konnte. Ich glaube, das kann man heute so zusammenfassen. Entscheidend ist für den intensiven Verlauf der Debatte meines Erachtens aber was anderes. Nämlich, wiederum hat Frau Schüde das eben schon angesprochen, der von Anfang an auf Ausschluss der Öffentlichkeit zielende und bewusst opake Umgang der Familie mit den eigenen, also grundsätzlich durchaus nachvollziehbaren Ansprüchen und vor allen Dingen auch mit gegebenenfalls weiterreichenden Zielen. Es war praktisch nicht herauszufinden, gibt es oder gab es nun den viel diskutierten Einfluss auf die Darstellung der Familiengeschichte in den öffentlichen Museen oder das Wohnrecht in Sizilienhof? Die Debatte ist meines Erachtens entbrannt, weil in der Öffentlichkeit über diese Ziele kaum mehr gesprochen oder geschrieben werden konnten, ohne das scharfe Anwaltsschreiben, einstweilige Verfügungen und Klagen sich einzuhandeln, die gleichermaßen an Politiker, an Journalisten, an Historiker oder auch eben an eine Bürgerinitiative gegangen sind. Und was hat es damit auf sich? Warum sollte man sich eigentlich weder fachlich noch öffentlich dazu äußern? Und da
lag natürlich die Vermutung nahe, dass die Ziele mit den Möglichkeiten wachsen könnten. Ist das so? Auf diese Art und Weise wurden Spekulationen Teil der Debatte und sie sind es heute noch. Allein 80 äußerungsrechtliche Verfahren wurden am Landgericht Berlin angestrengt. Um uns einen Überblick darüber zu verschaffen, worum es gehen könnte bei dieser Klagewelle, haben wir, Herr Sabro hat schon angesprochen, seitens des Historikerverbandes unter der juristischen Leitung von Sophie Schönberger diese Verfahren und juristischen Schritte in dem Wiki, die Klagen der Hohenzollern, zusammengestellt. Ich finde persönlich, dass es sehr interessant ist, dass seitdem unseres Wissens keine neuen einstweiligen Verfügungen entlassen wurden. Aber die alten wurden auch nicht zurückgenommen. Und die nicht wenigen anhängigen Verfahren werden mit gleichbleibender Schärfe weitergeführt. Deshalb mein Resümee auf die Frage, kann der Angriff auf die Äußerungsfreiheit als zurückgewiesen gelten, würde ich sagen, ja, wir haben eine robuste und gute Antwort gegeben, aber es ist nicht vorbei. Vielen Dank. Eine letzte Formulierung noch, und zwar zu Ihrer Formulierung nach den möglichen toxischen Steinen oder auch nach dem möglichen potenziell toxischen Erbe. Dem möchte ich mich nicht anschließen. Meines Erachtens nämlich geht es nicht darum, sondern es ist nicht zuletzt die Wiedererrichtung des Berliner Schlosses und die Rekonstruktion des wilhelministischen Potsdam, die hat ein Vakuum oder ich möchte mal sagen, besser eine prinzipielle Offenheit entstehen lassen, die noch zu füllen ist. Wie wollen wir uns auf diese wichtigen Erinnerungsorte im Herzen der Bundesrepublik beziehen? Welche Bezugspunkte auf die von so großen Umbrüchen geprägte Geschichte des 20. Jahrhunderts wollen wir eigentlich aufrufen? Und in dieses Vakuum sind die, ich sage jetzt mal, Ideen oder vielleicht auch Forderungen Georg Friedrich von Preußens getreten, die durch die Diskussion vagabundierten, aber die auch nicht ganz aus der Luft gegriffen zu sein scheinen. Wenn man, wie man sich das Wohnrecht auf dem Sizilienhof offenbar vorstellte, das buchstabierte Frank-Lothar Kroll im Adelsblatt 2020 aus, als er seinen Beitrag mit den Worten schloss: Es wäre doch eine schöne Sache, wenn ein später Nachfahr Friedrichs des Großen die Besucher in Gärten und Park ab und zu mit einem freundlichen Lächeln begrüßen würde. Es entstand also bei vielen Beobachtern der Eindruck, dass die Ansprüche der Hohenzollern am liebsten unter Ausschluss der Öffentlichkeit und ohne eine notwendige Debatte eine Antwort auf die Frage vorwegnehmen könnten, wie wir uns auf diese neuen zentralen Erinnerungsorte beziehen können und wollen. Also auf eine Art Rekonnotierung hinzuwirken, die potenziell geeignet wäre, die großen Einschnitte des 20. Jahrhunderts harmonisierend zu überschreiben. Das kann man machen, wenn wir uns als Gesellschaft darauf einigen können. Aber ich persönlich finde die Lösung beispielgebend, die jetzt mit der Garnisonskirche gefunden wurde, nämlich den Garnisonskirchenturm und das Rechenzentrum als Zeugen einschneidender und formender historischen Zeiten sichtbar stehen zu lassen und dem, Frau Schüler hat darauf hingewiesen, an die Seite einen Ort der Demokratie zu stellen, den Gestalten mitzuwirken, wir ja alle aufgerufen sind. Vielen Dank. Danke, Frau Strothäuber. Bei diesem Plädoyer für die Garnisonkirche und Ihren Wiederaufbau ohne das Rechenzentrum der DDR-Zeit zu zerstören, haben Sie mich natürlich ganz auf Ihrer Seite. Diese Vorstellung einer Patchwork-Historie ist das wahrscheinlich, was wir im Stadtbild gerne verankern würden. Allerdings auch das ist ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess. Und Herr Seib, wenn es um den gesellschaftlichen Aushandlungsprozess geht und die verschiedenen Aspekte, die das beinhaltet, dann ist das eigentlich schon direkt Ihr Ressort und damit jetzt auch Ihr Wort. Vielen Dank für Einladung und Worterteilung. Eine ganz kurze Korrektur. Ich bin seit 25 Jahren nicht mehr bei der FAZ. Also Sie haben mich immer noch als FAZ-Redakteur eingeführt, bin ich aber nicht mehr. Ich bin bei der Süddeutschen Zeitung, mache aber da im Wesentlichen dasselbe. Natürlich, Herr Seib. Und das zeigt auch, dass ich in gewisser Weise Veterane dieser Debatten bin. Ich war als junger Redakteur schon am Historikerstreit von 1985 mitbeteiligt. Ich war schon Zeuge dieser Preußen-Diskussion am Anfang der 80er Jahre als Student bei Hans-Ulrich Wehler und später als Redakteur bei Joachim Fest, der sich ja damals auch daran beteiligt hat. Und ich habe noch mal ein Zitat von Joachim Fest von 1981 nachgeschlagen. Am Ende eines langen Preußen-Aufsatzes hat er geschrieben: Anders als viele meinen, besteht die Vergangenheit überwiegend nicht aus Trümmern, auf denen Botschaften an die Nachwelt verzeichnet sind. Mitunter sind es einfach nur Trümmer.
Und damit hat er auf seine Art ja schon den Abstand von identifikatorischen Inanspruchnahmen formuliert. Und das war nach meiner Erinnerung dann auch das Ergebnis dieser neuen Preußenrezeption, die in der späten Bundesrepublik und ja auch in der DDR erstmal ja zu einer Konsolidierung der jeweiligen Teilidentitäten geführt hat. Also diese Renaissance der Nationalgeschichte in den 80er Jahren hat ja gar nicht die Wiedervereinigung vorbereitet, sondern war ja Zeugnis dafür, dass die beiden Teilstaaten sich ein auf Dauer angelegtes historisches Fundament hatten zulegen wollen. Und das ist dann sehr überraschend und unerwartet durch die Wiedervereinigung konterkariert worden. Und daraus sieht man, Geschichtspolitik kann man eben nicht planen. Und hier ist mehrfach und völlig zu Recht gesagt worden, das juristische Feld ist jetzt so oder so entschieden. Also die Geschichtswissenschaft hat den Vorschub nun ziemlich unwiderleglich festgestellt. Was die Jurisprudenz daraus macht, wissen wir allerdings nicht. Also die Einspeisung solcher Erkenntnisse in das System des Rechtes können wir als Historiker, glaube ich, nicht mit letzter Sicherheit prognostizieren. Und ich finde es eine große Leistung der Affektkontrolle in dem Buch von Stefan Malinowski, dass er diesen Unterschied immer wieder markiert hat, obwohl er ja einer der Geschädigten dieser Prozessstrategie ist, vielleicht sogar der Hauptgeschädigte. Und trotzdem hat Herr Malinowski mit großer Kühle und großer Gerechtigkeit diese Unterschiede an jeder Stelle markiert, was ich bewundernswert finde angesichts dessen, was er da durchgemacht hat. Kurzum, trotzdem ist klar, dass man diese Sphären oder gerade deswegen ist klar, dass man diese Sphären trennen kann und muss und dass Geschichte nicht vor Gericht entschieden werden kann. Und der Rest ist dann eben tatsächlich eine Abwägung, die Politik treffen muss, zusammen auch mit dem Prozessgegner natürlich, der sich dann an diesen Abwägungen vielleicht auch mal konstruktiv beteiligt. Der andere Unterschied, der meines Erachtens wichtig ist in diesen Fragen, ist tatsächlich der Unterschied von Historiografie, historischer Forschung, historischem Ausstellen auf der einen Seite und Geschichtspolitik oder Identitätsfragen auf der anderen Seite. Und ich möchte da einen anderen Teilnehmer dieser Debatten in den 80er Jahren zitieren, den Frau Schlothäuber, glaube ich, auch sehr gut vor Augen hat. Das ist Arne Borst, der zur Frage der deutschen Identität damals eine Fallstudie vorgelegt hat. Die hieß Barbarossas Erwachen und behandelte die Staatsopernaufführung im Juni 1871 bei der Siegesfeier des zurückkehrenden Heeres, des aus Frankreich zurückkehrenden Heeres. Und da wurde eben der im Kyffhäuser schlafende Barbarossa als Erwachender dargestellt und damit die Erfüllung des späten Stauffertraums einer frühen deutschen Nation durch die Hohenzollern von Barbarossa zu Barbara Blanca, also Barbara Blanca oder Barbara Bianca war eben Wilhelm I. Und damit der ganz große Bogen vorgestellt. Und bei Borst ist das natürlich mit dem Wissen des Medievisten um die vollkommene Andersartigkeit mittelalterlicher Reichsstaats- und Nationvorstellungen dann konterkariert worden. Und die Lehre in Anführungsstrichen aus dieser Studie war natürlich, dass man nicht mehr in diese Falle tappen soll, sondern Unterschiedenes unterschieden sein lassen sollte. Und dass sich Identität möglicherweise auch einfach durch Erfahrung der Alterität bildet. Das heißt, wir als Zeitgenossen des 20. und 21. Jahrhunderts, wir beschäftigen uns mit Staufern oder Hohenzollern und sehen vor allem auch große Unterschiede. Und erst durch diese Unterschiede hindurch kommen wir vielleicht auf ein Momentum politischer oder anthropologischer Vergleichbarkeit und Ähnlichkeit. Ich glaube ja nicht, dass eine ernsthafte Gefahr eines neuen Monarchismus in Deutschland besteht. Ich glaube nicht, dass die Hohenzollern irgendeine Chance haben, ein Geschichtsbild nachhaltig zu in diesem Land. Also diese Besorgnis halte ich für relativ unrealistisch. Und ich finde auch, dass es die Fairness gebietet, dass das mit Unterstützung der Hohenzollern vorgelegte Buch von Lothar Machtan ja auch kein anderes Resultat zeigt. Das macht ja einfach was anderes als Stefan Malinowski. Ich habe beide Bücher mit großem Gewinn gelesen. Das Buch von Malinowski führt natürlich einfach, hat einen größeren Zeitrahmen und es führt in eine andere Fragestellung, nämlich
nämlich die Frage nach dem Verhältnis von Konservativismus und Nationalsozialismus, eine Kultur- und Mediengeschichte der Rechten und des antidemokratischen Denkens und Agierens. Und das ist, glaube ich, ein Thema, das auch mal eine Ausstellung wert ist, die dann auch tatsächlich Parallelen und Unterschiede zu heutigen Sorgen entwickeln kann. Also der heutige Rechtsradikalismus ist ja auch ein Medienphänomen, ein ganz anderes Medienphänomen als der damals ja auch medial neue Rechtsradikalismus. Also da kann man mit einer gemeinsamen Fragestellung eben auch Unterschiede und Kontinuitäten in der von Borst geforderten Weise dann auch zeigen. Und ich möchte hier an dieser Runde vielleicht unerwartet, ich habe gerade einen Klick meiner Zeitung weg, ein Fenster meiner Zeitung wegklicken müssen, ein in dieser Runde unerwartetes Beispiel bringen. Ich möchte nämlich erinnern an den Festakt zum 300. Geburtstag von Friedrich dem Großen im Jahr 2012, der im Konzerthaus am Gendarmenmarkt in Berlin stattfand, unter Beteiligung des damaligen Bundespräsidenten Wulff, des Ministerpräsidenten von Brandenburg Platzeck und des regierenden Bürgermeisters von Berlin Wowereit, also den sagen drei Nachfolgern des Königs in unterschiedlichen Gebieten der von diesem König beherrscht worden sind, und gekrönt wurde durch eine Festrede von Christopher Clark. Diese Festrede wiederum ist Anknüpfung, was Clark nicht erwähnt hat, aber bestimmt wusste, an einen preußischen Ritus seit 1787, dass man immer zum Geburtstag des Königs einen Festvortrag hält an der Berliner Akademie. Dieser Festvortrag wurde jahrzehntelang immer zu diesem Datum gehalten. Und Christopher Clark hat eben nach 300 Jahren wieder mal so einen Festvortrag zum Geburtstag des Königs gehalten, also nach 200 Jahren, muss man dann sagen. Und die Clarksche Rede war eine Rede, die einfach die Person und den Schriftsteller Friedrich interessant gemacht hat. Das war eine Rede, die gar nicht sehr stark auf die Bedeutung für die deutsche Geschichte abgehoben hat, sondern den König als psychologischen Fall, als Autor in einer interessanten Epoche des 18. Jahrhunderts vorgestellt hat, mit sehr witzigen Zitaten. Und die Figur also ganz in ihre Sphäre, vor allem in ihre kulturelle Sphäre gerückt hat. Und plötzlich bekam man großes Interesse, diese ja nicht so leicht zugänglichen Schriften von Friedrich dem Großen vielleicht auch mal selber zu lesen. Übrigens muss man die ja auch exhumieren aus den nationalistischen Werkausgaben. Es gibt ja so Werkauswahlen von Friedrich dem Großen, die sehr unbefriedigend sind, weil sie eigentlich das literarisch Interessante und Witzige gar nicht präsentieren. Ist ja auch französisch geschrieben. Und aber der Clou dieser Veranstaltung war ein längeres, neunminütiges Grußwort des Prinzen Georg Friedrich. Und ich würde jetzt eigentlich gerne an alle hier mal den Link, das kann man jetzt nicht durchhören, aber jeder kann ja sich das dann irgendwann mal anschauen. Und Georg Friedrich hat zwei interessante Schwerpunkte gesetzt. Erstens hat er von Friedrich dem Großen als Familienmitglied erzählt, nämlich in Erinnerung an Geburtstagsfeiern in der ungeheißten Hechinger Kapelle. Da war nämlich dieser Sarg gelandet, der ja aus der Garnisonkirche evakuiert worden war, zusammen mit dem Sarg von Friedrich Wilhelm I. Und da gab es eben eine für das Kind eben offenbar bedrückende Geburtstagsfeier. Und dann hat er erinnert an die Rückführung des Sarges nach Potsdam, aber ja damals nicht in die Garnisonkirche, die ja auch nicht mehr stand, sondern, und zwar zum ersten Mal dem Testament Friedrichs des Großen folgend, in einem Grab in Sanssouci neben seinen Hunden, das Grab, glaube ich, nach dem Wunsche Friedrichs sogar ohne Namen. Und hat also den Weg, den selbstgewählten Weg Friedrichs des Großen im Tode vorgestellt als den Weg, wo der Roi Philosoph sich trennt und der Roi zurückbleibt und der Philosoph eben unter die Erde kommt. Und dann sagte Georg Friedrich etwas sehr Bemerkenswertes. Er sagt, möglicherweise, also Friedrich der Große sei mit diesem Vorgang aus dem Staatsdienst als erster Diener seines Staates entlassen worden, erst dann in diesem Moment. Das heißt, er hat aufgehört, ein Symbol zu sein. Und das sei womöglich
mehr als irgendwelche Gesetze das eigentliche Ende Preußens. Und da habe ich damals als Berichterstatter gesagt, hallo, das ist ja jetzt mal eine Ansage. Der jüngste Hohenzollern ruft das Ende Preußens aus und sagt, sein Vorfahr ist längst aus dem Staatsdienst entlassen. Man hätte natürlich rückfragen können, warum war da 1991 Bundeswehr dabei, warum ist Helmut Kohl gekommen. Aber das hätte dann vielleicht doch die Firma Greeneisen allein machen sollen, wenn es dann eben so eine Reprivatisierung ist. Aber immerhin. Und was folgt daraus? Es folgt eigentlich daraus eine Absage an eine bestimmte Form von positiver oder negativer Inanspruchnahme. Das heißt, mit der Trennung von Roy und Philosoph wird die Figur neu lesbar. Übrigens im Sinne von Malinowskis Fragestellung der zwei Körper des Königs oder andere sagen Charisma oder symbolisches Kapital. Also das ist da eben im 18. Jahrhundert ein ausgefeiltes Bewusstsein dieser Trennung gibt. Und das ist ja schon mal eine Fragestellung, die dann plötzlich auf systematische Weise für uns interessant ist, ohne falsche Kontinuitäten und vor allem ohne Identitätspolitik. Denn, und damit möchte ich schließen, der Historikerstreit ist ja damals nicht nur um Themen geführt worden, wie was weiß ich, Erbe, also Luther, Friedrich der Große in der DDR und dann diese Holocaust-Frage, Einzigartigkeit oder Vergleichbarkeit, sondern dahinter stand ja die Sorge, die auch damals viele Historiker, aber eben auch Habermas geäußert hatte, dass jetzt Geschichtspolitik von oben gemacht wird. Also dass Kohl vorhabe, deutsche Identität nach politischen Vorgaben zu entwickeln. Und das war tatsächlich auch die Sorge von Nicht-Zeithistorikern, also wie zum Beispiel Christian Meyer oder eben meinem Lehrer Arno Borst damals. Und das war das, was wir eigentlich damals abwehren wollten. Also das hat auch meine Anfänge als Wissenschaftsredakteur bestimmt, der permanente Hinweis, dass das eigentlich nicht geht. Und wenn wir mögliche Einflussnahmen der Hohenzollern mit sehr guten Gründen und unabweisbaren Gründen abwehren wollen, dann müssen wir natürlich auch sagen, es ist auch nicht Aufgabe des demokratischen Staates, historische Identitäten vorzugeben und zu formulieren, sondern das entwickelt sich in Kontrast und Identifikation eben durch wissenschaftliche Fragestellungen, Forschungen und Darstellungen. Und bei Darstellungen meine ich eben auch ausdrücklich Befassung mit den Objekten, mit den In-Ausstellungen und all dem, was die Menschen eben auch sehen und wissen wollen. Und da noch ein letzter Hinweis. Wir haben jetzt sehr viel über das 20. Jahrhundert geredet, aber die wertvollsten strittigen Objekte betreffen ja unter anderem die Hinterlassenschaften von Friedrich dem Großen. Die betreffen ja gar nicht das 20. Jahrhundert. Das, was vom 20. Jahrhundert übrig ist, das hat einen hohen Zeugniswert, aber hat ja nicht diesen kunsthistorischen Wert oder auch nicht diesen Reliquienwert, den zum Beispiel der Sterbestuhl Friedrichs des Großen hat, um den es da womöglich dann auch gehen könnte. Vielen Dank, Herr Seibt. Und ein ja fast paradoxes Ergebnis unserer Eingangsstatements. Wir stellen fest, dass wir 2012 bereits schon mal eine Privatisierung des Preußen-Gedenkens gehabt haben. Ich war damals mit Ihnen im Saal am Gendarmenmarkt, als Matthias Platzeck den Berliner Bürgermeister als Teil von Brandenburg begrüßte. Das war ja auch eine interessante Wolte und ich hatte das Gefühl, wir sind den Historisierungsschritt von der Preußen-Ausstellung einfach einen Schritt weitergegangen und haben diese Privatisierung, die dann im 20. Jahrhundert unter Louis Ferdinand geradezu inszeniert wurde, eigentlich auch in der Rede Herrn Prinz von Preußens schon wiedergefunden. Zweite Feststellung von Ihnen, die wissenschaftlichen Ergebnisse unterschiedlich angelegt in den beiden Studien von Lothar Machtan und Stefan Malinowski, aber die Ergebnisse sind gar nicht so unterschiedlich. Warum ist dann dieser Streit so intensiv, den wir führen? Liegt es, und das wäre eine Frage an Herrn Vogt, liegt es an der Qualität der Objekte, über die wir streiten, eben zum Beispiel der Sterbestuhl und seine reliquare Bedeutung, oder liegt es daran, Herr Seibt, dass die Trennung der Sphären, von denen Sie gesprochen haben, eben doch nicht existiert, weil in der Zeitgeschichte sich Geschichtspolitik, öffentliche Bemächtigung und Fachwissenschaft eben nicht voneinander trennen lassen, sondern sehr oft so eklatieren, wie wir das auch in der Frage des Historikerstreits oder in der Auseinandersetzung um Goldhagen gehabt haben, wobei auch in diesen beiden Fällen der wissenschaftliche Wert ja eher gering gewesen ist. Herr Vogt, möchten Sie einsteigen vielleicht? Ja, das kann ich gerne. Also die
große Gruppe der Objekte, um die es geht, die beinhaltet natürlich alle Arten von Bedeutung, wenn man jetzt also auf Einzelobjekte schaut. Man kann da eine ganz beeindruckende oder bedenkenswerte Liste von wirklich wichtigen Objekten zusammenstellen, die auch tatsächlich so kollektive Bilder geworden sind oder sein könnten. Also Kroninsignien des Landes, des preußischen Königreichs zum Beispiel, sind sicher also hochgradig aufgeladen als Objekte. Es ist aber auch vieles dabei, bei dem das nicht der Fall ist. Und da kommt eben auch unsere Perspektive als eine denkmalpflegerisch ausgerichtete museale Einrichtung mit hinein, denn uns geht es ja tatsächlich auch um Kontexte. Es geht ja nicht um ein einzelnes Objekt von einer weißen Wand mit einem Schild daneben, sondern es geht tatsächlich auch darum, wie weit wir Kontexte der Herrschaftsausübung, der Herrschaftsrepräsentation und ja auch künstlerische Kontexte bewahren können oder plausibel machen können. Und da sind eben manchmal auch Sachen wichtig, die als einzelnes Objekt tatsächlich weniger bedeutend wären. Und das ist ja unser ganz spezifisches Segment sozusagen der Aufgabe in dieser der Diskussion um die historische Bedeutung Preußens, diese sichtbaren Evidenzen und natürlich auch die künstlerische Qualität in vielen Fällen, nicht in allen, tatsächlich sichtbar zu machen und vor allem zugänglich zu machen. Frau Stoh-Täuber, Sie wollten direkt anschließen? Ja, genau. Ich glaube nämlich tatsächlich, was ich eben sagte, dass die Dynamik dadurch zustande gekommen ist, dass es in ein Deutungsvakuum einer neu geschaffenen Hauptstadt reingefallen ist. Also dass das sozusagen zeitgleich war. Also mit dem Wiederaufbau des Berliner Schlosses und auch mit der Rekonstruktion von Potsdam hat sich sozusagen so ein Deutungsvakuum ergeben. Eine Offenheit, wie wollen wir damit umgehen? Und ich glaube, da sind einfach diese Forderungen reingekommen, die so unklar und opak formuliert waren und dann gleichzeitig auch noch sozusagen durch diese Klagen noch aufgewertet wurden, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, das hat diese Dynamik und auch so das Ausgreifen in alle Richtungen. Herr Seibt hat es ja auch gesagt, irgendwie dass man gar nicht mehr so genau wusste, wie weit gibt es jetzt eine Restauration, wie weit kann das eigentlich gehen und so weiter, wo ja 2012 eigentlich schon mal die Dinge etwas sehr viel klarer waren. Und ich glaube, diese Dynamik, dieses so, wie wollen wir das wieder verstehen und dass das sozusagen ohne Diskussion einfach an diese Objekte wieder angehängt wird. Ich glaube, das hat diese große Dynamik in der Diskussion ausgemacht. Und noch ein zweites finde ich wichtig, was auch Herr Seibt gesagt hat, es ist unendlich wichtig, was nicht mehr da ist. Also was sozusagen die Perspektive oft auch, also was wir im öffentlichen Raum nicht mehr sehen können, kann auch keine Anknüpfungspunkte entwickeln, wenn nicht ein anderes Gedenken da irgendwie dran, was auch aus anderen Perspektiven kommt und was die Alterität und so weiter mit kenntlich macht, dann kann sozusagen kein Dialog oder kein kritischer Dialog entstehen. Und ich glaube, diese Befürchtung, dass die Geschichte übergeschrieben werden könnte, einfach durch die Erinnerungsorte, das hat dazu geführt, dass es so eine große Dynamik in der Diskussion gegeben hat. Und dass die Diskussion so ohne Grenzen so ein bisschen war. Bevor Herr Vogtler spricht, aber dann wäre doch eigentlich schon bei 1991, bei der Grablege, bei der dann dritten oder vierten Grablege, besser gesagt, Friedrichs des Zweiten, dieselbe Empörung oder dieselbe Diskussion in der Öffentlichkeit zu erwarten gewesen. Aber die drehte sich ja allenfalls um die Frage, warum sich Kohl in diese einsame Zeremonie gemischt hat. Ansonsten gab es relativ wenig Protest damals gegen die Umbettung. Das glaube ich schon, aber ich glaube mit dem Berliner Stadtschloss und auch mit Potsdam, so wie es heute aussieht, und denken Sie nur an die Streitigkeiten um die Garnisonskirche, da ist einfach eine neue Situation geschaffen. Da ist sozusagen, das ist auch die suggestive Macht der Orte, die jetzt ganz anders wirkt, als das 91 überhaupt sein konnte. Und die hat sich eben verbunden zusammen mit einer Dynamik, dass man über bestimmte Dinge nicht reden können sollte. Zum Beispiel, wie sieht das aus mit Cäcilienhof? Gibt es die Forderung oder gibt es sie nicht? Da wurde ja sogar äußerungsrechtlich so weit eingegriffen, dass man noch nicht mal über die Forderung sprechen durfte. Und ich glaube, dieses auf der einen Seite nicht darüber sich austauschen können, aber auf der anderen Seite ist da jetzt etwas, was förmlich nach Deutung schreit. Wie soll man das verstehen, wenn man heute nach Potsdam fährt? Diese Spannung,
die hat, glaube ich, ausgemacht, dass die Diskussion so tiefgreifend war und dass man sich darüber fragen, also dass man das Gefühl hatte, dass der eigene Prozess, wie will man diese neue Situation deuten, einordnen in das heutige Deutschland, dass man das Gefühl hatte, dass diese Diskussion sozusagen sidelined wird, ne? dass die sozusagen umgangen wird und ach Mensch, da ist der Hausherr ja doch schon wieder. Ne? Mhm. Ohne, dass ich jetzt sage, dass sie das wollten, sondern das ist einfach, diese Dynamik hat sich aus verschiedenen Faktoren einfach entwickelt. Herr Vogt, ja. Ja, also zumindest der einen Hälfte von Frau Schulthaber stimme ich sozusagen hundertprozentig zu. Bei der anderen habe ich einen leicht anderen Blick. Aber es ist, glaube ich, diese Erfahrung, also die seit 91 dazugekommen ist, dieses Rekonstruktionsfurors um uns herum. Ja. Uns werden ja historisch gewachsene Orte genommen und ersetzt durch sozusagen cleane Orte, die an einen bestimmten Punkt einer Geschichte erinnern sollen, den es in der Form ja dann auch immer, wenn man genau guckt, nie gegeben hat. Also das am Humboldt-Forum merkt man das ja ganz eklatant, dass das immer alles dann tatsächlich nicht genau hinkommt. Und wir wissen ja jetzt auch aus den jüngsten Diskussionen im Humboldt-Forum, dass tatsächlich viele dieser Rekonstruktionen auch durchaus Verbindungen zum rechten Spektrum der politischen Diskussion haben. Also nicht immer zu einem gefährlich rechten Spektrum, aber durchaus da angesiedelt sind. Und ich glaube, das kommt zusammen mit so einem weiteren Gefühl, was da entstanden ist, dass da tatsächlich auch noch Ansprüche sozusagen auf museales Gut erhoben werden gleichzeitig. Also nicht nur Ansprüche auf Stadtraum und auf Stadtgestalt, sondern dass das auch nochmal ein Anspruch auf musealen Besitz erstmal neutral rechtlich formulierte öffentlichen Hand ist. Also ich glaube, das Feld hat sich deutlich nochmal aufgeladen seit 91. Da stimme ich also ganz eindeutig zu. Herr Seibt? Das wird wohl so sein, wobei ich mich auch noch lebhaft schon an viele andere Diskussionen erinnere. Also ich war damals Berichterstatter bei diesem Vorgang, des neuen Begräbnisses und habe dann entsprechend mich natürlich auch vorbereitet, habe alles verfolgt. Es gab Dutzende Artikel dazu und dann natürlich auch sehr vieles um Preußen. Insgesamt und kurz geisterte ja auch die Idee, durch die Lande nicht nur Berlin und Brandenburg zu vereinigen, sondern das dadurch neu entstandene Bundesland einfach Preußen zu nennen. Das hat Florian Illis damals vorgeschlagen. Mhm. Hat sich nicht durchgesetzt, war aber so eine Feuilleton-Idee. Ich wollte ganz kurz noch eine Bemerkung von Ihnen, Herr Sabro, aufgreifen. Sie sagen, der fachliche Gehalt der meisten Historiker-Debatten sei nicht so besonders gewesen. Ja, das haben wir damals immer gesagt, aber es ist ja immer dann mit entsprechendem Zeitverzug doch Wichtiges draus geworden. Also man hat ja zum Beispiel 1985 aus heutiger Sicht erschütternd wenig über den Holocaust gewusst. Ja. Also die großen Darstellungen, die sind ja im Grunde jetzt erst im letzten Jahrzehnt entstanden und die ganze Quellenforschung, die auch durch die Öffnung Osteuropas möglich wurde, Sicherung auch der Orte und so. Das hat ja dann alles erst stattgefunden und das ist natürlich immer unter diesem Signum dieser großen Frage des Historikerstreits gestanden. Und Ähnliches gilt auch für die Goldhagen-Debatte. Das Buch ist damals zerrissen worden. Aber es gibt natürlich inzwischen Dutzende Untersuchungen über diese ganz normalen Täter, die er noch Vollstrecker genannt hat. Und also das bei Hilbert schon angesprochene Thema der Täter, Mittäter, Zuschauer und so, das ist ja auch unendlich erweitert worden. Also das kam ja immer. Und jetzt schon, wenn man denkt, wie im verhältnismäßig kurzer Zeit natürlich auch angestoßen durch diesen Zwang, Gutachten zu schreiben, historische Darstellungen entstanden sind, die doch das Bild sehr erweitert haben. Da kann ich sagen, das hat auch fachlich was gebracht. Also ich glaube, dass der Blick auf die Szenerie der Republikfeindschaft in den 20er Jahren sich doch deutlich geschärft hat. Und das wird sicher auch noch weitere Folgen haben. Und zu den Rekonstruktionen
möchte ich auch noch was sagen. Ich habe manchmal das Gefühl, diese ausgewählten Gebäude, die man da wiederhergestellt hat oder wiederherstellen wollte, also Potsdamer Stadtschloss, Garnisonkirche, das Berliner Stadtschloss, das hat ja im Grunde auch kompensatorischen Charakter für alles andere, was verloren gegangen ist. Man muss ja sehen, dass einfach diese brandenburgische Kultur- und Sozialgeschichtslandschaft überwiegend erst nach 1945 durch die Bodenreform, durch das Niederreißen von Hunderten von Herrenhäusern. Herrenhaus klingt ja immer so groß, aber das waren ja eigentlich größere, bessere Gutshäuser. Dass da in einer Weise in dieser Geschichtslandschaft Tabula Rasa gemacht worden ist, die, glaube ich, heute teilweise überhaupt nicht mehr bewusst ist, die man sich aber bewusst machen kann, wenn man die großen Kunstführer der 20er Jahre, also nicht nur den De Hio, da gibt es ja viel detailliertere Sachen. Ich habe mir mal solche inventarhaften Verzeichnisse angeschaut. Da ist dann vom letzten Kachelofen bis zur Privatsammlung prähistorischer Gegenstände alles verzeichnet. Da ist allein der Kreis Lebus 900 Seiten. In jedem Dorf ist da irgendein Deckenfresko und eine Stuckatur aufgezeichnet, die da in der Sakristei gewesen ist. Und das ist alles weg. Das ist zu 90% weg. Und auch die Bodenaufteilung ist ja überschrieben worden. Also das, was wir jetzt zum Teil über die Notizbücher von Theodor Fontane wiederentdecken. Wo ist Fontane mit welcher Kutsche eigentlich gefahren, als er für Vor dem Sturm recherchiert hat? Und dann, ich bin das alles mal nachgefahren mit dem Fahrrad und habe mir versucht, das anzuschauen. Das ist großenteils weg, einfach durch diese großflächige Landwirtschaft, die ja auch ökologisch verheeren. Das sind Feldwege und friderizianische Heerstraßen irgendwo verschwunden, die man dann, wenn man ein bisschen kratzt, dann auch wieder finden kann. Das heißt, das ist eine so umgepflügte und in gewisser Weise in Anführungsstrichen ein Wort, das ich nicht so gern verwende, geschichtslose Landschaft geworden. Übrigens auch bis dahin, dass zum Beispiel die meisten Kirchen im Oderland wieder aufgebaut sind. Das sind alte Feldsteinkirchen, aber fast alle haben neue Dachstühle oder hatten mal einen schweren Bombenschaden. Das ist dann im Westen von Berlin wieder anders. Da findet man dann teilweise noch die originalen Kanzeln und sogar noch die gefallenen Verzeichnisse von 1813, also nicht nur von 1914. Und das heißt, das ist eine Situation, die also fast sowas wie nach einer Kulturrevolution hat. Und das ist eigentlich die Bühne, auf der wir dann 4 oder 5 Gebäude sozusagen mit gefrästen Friesen, mit elektronisch gefrästen Friesen wiederherstellen. Und das ist natürlich dann in gewisser Weise auch lächerlich, nicht? Und zeigt, dass das Problem in seiner Dimension gar nicht sichtbar ist. Vielen Dank, Herr Seib. Frau Schüle, würden Sie diesen kritischen Blick auf die Rekonstruktionen in Potsdam und anderswo eigentlich teilen? Ich würde gerne auf die Redebeiträge meiner Vorredner auch noch mal eingehen. Herr Seib, na, selbstverständlich ist es nicht Aufgabe des Staates, historische Identitäten vorzugeben. Selbstverständlich nicht. Aber Sie haben ja die Bedingungen auch umschrieben, wie historische Identitäten überhaupt Identitäten entstehen. Wissenschaft, Aushandlungsprozesse, Freiheit. Und natürlich ist es gut zu hören, dass 2012 Georg Friedrich Prinz von Preußen weder positiv noch negativ das historische Erbe in Anspruch genommen hat. Und es gibt ja auch von ihm vor allen Dingen in der letzten Zeit relativ viele Äußerungen, die hoffen lassen, dass wir zu einem neuen Verhältnis in der Zusammenarbeit miteinander kommen werden. Bis dahin auch, dass er der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten eine gemeinsame Ausstellung zum Erbe auch vor allen Dingen in der nationalsozialistischen Zeit angeboten hat. Jetzt gucke ich mal Herrn Vogt her an. Sie nicken jetzt bitte. aber was man schon noch mal festhalten muss, ist doch, dass die äußerungsrechtlichen Fragen dem ein bisschen entgegenstehen. Also was will ich damit sagen? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir es hier nicht mit einem Streisand-Effekt zu tun haben, sondern mit einem Hohenzollern-Effekt. Also dass Teile ganz offensichtlich, die nicht so liebsam waren, nicht diskutiert werden wollten und sollten und dadurch eine höhere Aufmerksamkeit und Verbreitung erlangt haben, als es einem lieb war. Also das ist ein soziologisches Phänomen. Und
das ist schon die Frage, wie man den von Ihnen angesprochenen freien Diskurs und die freie Wissenschaft damit dann in Übereinstimmung bringt. Und da komme ich zu dem, was Sie in Ihrem ersten Redebeitrag gesagt haben. Wir haben jetzt sozusagen die Frage der Entschädigung nach Ausgleichsleistungsgesetz, die wird gerichtlich geklärt. Aber wir haben ja darüber hinaus, Herr Vogt, Herr hat darauf hingewiesen, relativ viele Gegenstände, wo die Zuordnung, Eigentumszuordnung ausgesprochen schwierig und kompliziert sind. Und Sie haben gesagt, das kann man lösen, wenn sich die Familie jetzt an einem konstruktiven Prozess beteiligt. Und genau diesen konstruktiven Prozess brauchen wir. Da brauchen wir aber sozusagen auch eine Atmosphäre, sage ich mal, der kommunikativen Freiheit, so will ich es mal ganz vorsichtig ausdrücken, weil ansonsten kommen wir an dem Punkt einfach nicht miteinander weiter. Und was wiederum nicht passieren darf, ist, dass es unter Ausschluss der Öffentlichkeit passiert. Weil warum hat es denn? Es hat ja nicht nur so eine große Welle geschlagen, weil es ein Vakuum gab, auch das, was Frau Schlothäuber beschrieben hat, sondern dass die Menschen das Gefühl hatten, hier wird deutsche Geschichte, Zeitgeschichte auch hinter verschlossenen Türen verhandelt. Und dass sie das Gefühl hatten, dass es gegebenenfalls abstammungsbezogene Eigentumsprivilegien geht, die sie nicht nachvollziehen konnten. Oder abstammungsbezogene Mitspracheprivilegien. Und wir leben in einer Demokratie und wir sind auch vor allen Dingen als politische Vertreter, aber alle miteinander, nicht nur die politischen Vertreter, sondern alle miteinander in dieser Gesellschaft und in diesem demokratisch verfassten Staat natürlich auch auf eine gesellschaftliche Akzeptanz von Verhandlungsergebnissen angewiesen. Und die bekomme ich nur hin, indem ich sozusagen offen und angstfrei einen Diskurs auch führen kann. Und das bringt mich am Ende zu der Einschätzung, dass diese Klagen oder diese äußerungsrechtlichen Verfahren, die dort angestrengt worden sind, sicherlich nicht den Diskurs, der vielleicht viel zu aufgeladen ist und der am Ende des Tages, wie hat Herr Sarus beschrieben, entweder ein Sturm im Wasserglas waren oder eine Zäsur, erschweren, zumindest wenn es um die Frage geht, wie wollen wir in der Zukunft miteinander umgehen. Vielen Dank, Frau Schüler. Bevor Herr Seibt und Frau Stothaber und Herr Seibt das Wort nehmen, ich würde ja auch so gern so vieles sagen, aber meine Rolle ist jetzt hier heute eine andere, dass ich alles versuche, ein bisschen zu hüten, auch die Interessen des Publikums, von dem wir gerne hören wollen, wie Sie eigentlich als Zuhörerinnen und Zuhörer reagieren. Also bedienen Sie sich doch bitte der Chat-Funktion, um Fragen zu stellen oder Kommentare einzuspeisen, die wir dann aufnehmen wollen. Wir haben ja nur noch 20 Minuten, weil diese Diskussion so rasend schnell geht. Ja, Herr Seib, ich habe den Arm gesehen, aber jetzt spricht erstmal Frau Schlothäuber. Bitte schön. Ich lasse Herrn Seib den Vortritt, weil ich wollte gerne Herrn Vogt fragen, welcher Teil meiner Argumentation ihn nicht so überzeugt hat. Das sollte nicht verloren gehen. Genau, das lag mir auch noch auf der Seele. Aber jetzt dann erstmal Herr Seib, bitte. Ich habe auch nur einen Satz an Frau Schüle. Was Sie gesagt haben, teile ich zu 100%. Ich hatte ja das Juristische einfach eingeklammert in meinem Statement, weil ich das Gefühl hatte, da ist alles schon gesagt worden und habe mich dann auf die nächsten Fragen konzentriert. Selbstverständlich. Und Sizilienhof, das steht auf der Seite preußen.de, dass Sie das nicht mehr wollen. Wollte ich nur darauf hinweisen. Darauf kann man sich berufen. Also es gibt ja eine Seite des Königlichen Hauses und da steht das eindeutig, wenn ich das verstanden habe, richtig. Und Herr Hennig mich jetzt nicht verklagt, weil ich das falsch zitiere, dass Sie das abgeschrieben haben, dass Sie das nicht mehr wollen. Allein ihre humorvolle Einlassung gerade, dass Sie hoffen, dass Herr Hennig Sie nicht verklagt, zeigt aber im Übrigen, wo wir in dieser Debatte auch miteinander hingekommen sind. Ja. Das mag sehr witzig gemeint sein von Ihnen, aber es hat ja einen realen Hintergrund. Ja. Ich wollte Ihnen ja nur zustimmen damit. Macht meinen Abend ganz besonders schön. Ja. Sehr schön. Frau Stothäuber, bitte. Und ich wollte dazu noch sagen, Herr Seibt, allein, dass Sie das da hinschreiben müssen, sagt doch schon viel. Oder? Auf die Seite. Allein, dass so ein Statement auf der Seite notwendig ist, sagt ja schon viel. Und das ist das, was ich vorhin meinte, also dass das sozusagen die Kombination oder auch die Spannung, die dazwischen besteht, wenn man etwas versucht, privat zu halten, aus der Öffentlichkeit rauszuhalten und man nicht genau wissen kann, wie sind jetzt die Forderungen eigentlich, kann man drüber sprechen, kann man nicht drüber sprechen. Da ist natürlich ein unheimliches Potenzial drin, dass sozusagen die Konnotationen, die Deutungen, die damit zusammenhängen, dass sie außer Rand und Band gehen. Aber wie gesagt, eigentlich interessiert mich die Antwort von Herrn Vogt. Die jetzt gleich kommt, Herr Vogt, ich wollte mich nur noch auch mit einem Satz einmischen. Ich glaube, wir haben jetzt deutlich gemacht, dass das Opakhalten
von einem öffentlich wichtigen Diskurs, dass das wie ein Brandbeschleuniger wirkt und auch tatsächlich gewirkt hat. An der Frage des Wohnrechts in Sizilienhof bin ich vielleicht selbst mit einem kleinen Punkt gar nicht so ganz unschuldig, weil ich in einem Aufsatz mal beschrieben habe, wie das SED-Regime, nämlich genauer gesagt Honecker selbst, Louis Ferdinand dieses Wohnrecht angeboten hat, mit freiem Zugang ohne Passkontrolle durch die Mauer beziehungsweise nach Potsdam. Aber Frau Stotter, eine Frage wollte ich noch stellen. Neben der Opakheit sind es sicher auch noch andere Motive, die den Streit so aufgeladen haben. Zum Beispiel das 100-jährige Jubiläum einer scheiternden oder einer, besser gesagt, zerstörten Weimarer Republik, deren Zerstörungspotenzial sich ja schon ab 1919, 1920 so stark entfaltete. Ich glaube, dass die Diskussion um die erhebliche Vorschubleistung, die wir geführt haben, natürlich auch hier im Zusammenhang steht mit der Frage, was die erste deutsche Demokratie eigentlich zerstört hat. Und da ist dann die Rolle des ehemaligen Kronprinzen in einer Weise grell beleuchtet worden, die zeigt, wie stark neben der allgemeinen Stimmung in der Bevölkerung, die wir vielleicht nicht vergessen wollen, auch die Eliten und gerade die Eliten zum Untergang der Republik beigetragen haben. Der Punkt ist eben nur, dass wir zwar eine Seite beleuchten, aber etwa die Rolle des ostdeutschen Großgrundbesitzes, also Oldenburg-Januschau, um das mal als ein Beispiel zu nennen, das haben wir noch nicht so in den Blick genommen. Und vielleicht werden wir diese Unwucht ausgleichen, denn mit Herrn Seib meine ich auch, dass auch steril scheinende Diskussionen Forschungsfolgen auslösen können. Es ist eben immer nur die Frage, Herr Seib, lag es dann eigentlich an Goldhegen oder lag es nicht vielleicht eher an Christopher Browning und dem Polizeibataillon 110, das wir da diskutiert haben. So, jetzt Herr Vogt, Herr Bitte. Ja, das ist also nur ein sozusagen aus meiner Erfahrung aus einem anderen Sektor sozusagen die Frage, ob wie weit dieses Vakuum tatsächlich in dieser Form wahrgenommen wird. Also wir sind ja keine wissenschaftliche Einrichtung, sondern eine Vermittlungseinrichtung auf wissenschaftlicher Basis, was ein kleiner, aber wichtiger Unterschied ist. Und da habe ich nicht das Gefühl sozusagen, dass ein Großteil unserer Besucher und Besucherinnen sozusagen Fragen an Nicht-Interpretationen stellt, sondern dass sie sich tatsächlich sehr stark an vorhandenen oder angebotenen Interpretationen auch reiben. Und deshalb würde ich doch eher, also diese Rekonstruktion tatsächlich in der breiteren Wahrnehmung als Statement sehen und auch als Forderungen sozusagen, dass das mit etwas ausgefüllt wird. Aber natürlich wird man dann als Fachmann oder Fachfrau sofort sich sagen, da sind aber ganz viele Sachen nicht geklärt auf dem Wege dahin. Da sind Konzepte unklar, das gerät ja auch langsam in die öffentliche Diskussion. Das war nur mein einziges Fragezeichen. Ja, aber ich glaube, wenn Sie sich das Berliner Schloss ansehen, ich finde, dass das bewusst kein Deutungsangebot macht, das sieht man ja. Und ich glaube, dass Georg Friedrich in einem der seiner vielen Interviews gesagt hat, die Frage nach dem ehemaligen Hausherr wird von selbst kommen, oder irgendwie so hat er das formuliert. Ne? Früher oder später wird die Frage nach dem ehemaligen Hausherr kommen. Und ich glaube, dass diese Spannung, dass man was rekonstruiert, was dann aber natürlich auch ganz andere, auch architektonisch nochmal ganz andere Aussagen hat, und gleichzeitig aber die Geschichte nicht benennt, ne, die damit zusammenhängt. Das kann man wirklich als Vakuum oder als deutungsoffen hinstellen. Und ich finde das gar nicht so schlecht. Also mit Herrn Seib würde ich sagen, das macht einem doch Vergnügen zu sagen, okay, was hat es jetzt damit auf sich? Wo wollen wir damit hin? Wie kann das hingehen? Ne? Ich denke da jetzt zum Beispiel an die Elfenbeinausstellung, die da einen sehr verkopften, aber immerhin Versuch neu gemacht hat, die Deutung von Kunst und Kummer, den Kummer und den Tod, die Kunst, den Kunst verursacht hat, das mal zusammenzudenken. Ne? Das zeigt ja schon, dass man irgendwie das Gefühl hat, man muss dieses Schloss mit einem neuen Geist füllen. Und das steht, aber damit steht man ja noch vollkommen am Anfang. Und das ist auch so ein Prozess wie bei den ökumenischen Konzilien. Niemand weiß vorher, wie es ausgeht, also welches Konzil dann später als ökumenisch gezählt wird in Jahrhunderten, sondern das ist ein Prozess, den die Geschichte schreibt. Und ich glaube, mein Punkt war eigentlich nur, dass die Öffentlichkeit gedacht hat, dass dieser Prozess sozusagen unterlaufen werden könnte durch Vorabsprachen, über die man nichts weiß, sodass da eine Notierung stattfindet, die man vielleicht möglicherweise nicht möchte und die dazu führen könnte, dass es harmonisierend wird. Und ich glaube, da war so ein bisschen so, nee, so wollen wir das auch nicht haben. Und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass die DDR-Vergangenheit ja mindestens genauso wichtig ist und dass man die sehen will und wiedererkennen will, damit sich auseinandersetzen muss. Und das halte ich auch für vollkommen hundertprozentig richtig, dass es
absolut notwendig, dass man der begegnet im Alltag, ne? Die man ja selber, an die man eine Erinnerung hat, wie auch immer die Erinnerung jetzt individuell aussieht, ne? Also ich glaube eher, dass es dieses Verspannungsverhältnis ist und dass man in Hinsicht damit, also zum Beispiel jetzt, wenn man jetzt sich an das Rechenzentrum denkt, da ist eine Konnotierung da, ne? Aber was rekonstruiert es eben nicht. Und vielleicht auch eine Möglichkeit, Konsens über den Kompromiss zu erzielen, der im Fall des Palastes der Republik nicht existiert hat oder nicht gefunden werden konnte. Und vielleicht sollten wir in die Betrachtung auch noch einbeziehen, dass unsere Geschichtskultur sich ja insgesamt in einem Wandel befindet, den ich vielleicht so beschreiben würde, dass die Fremdheit der Vergangenheit immer schwerer tolerierbar eigentlich ist. Das sehen wir in der Straßennamendiskussion genauso wie in den Rekonstruktionsobjekten, die heute den Furor einer Diskussion auslösen, wie sie es vielleicht früher nicht gehabt hat. Und dazu passt eine Frage aus dem Publikum. Frau Stothauber lacht schon wieder, weil das immer mein Punkt ist. Aber ich will trotzdem das vorlesen, was ich hier im Chat lese. Eine Frage, die besonders an Herrn Seib sich richtet, aber eigentlich doch auch an uns alle. Nämlich liegt nicht möglicherweise eine Unwucht, die diskussionsbeschleunigend ist, darin, dass die Kulturgüter des Kleinadels großteils devastiert wurden, wie das Herr Seib beschrieben hatte, während ehemals regierende Fürstenfamilien Rückgabeansprüche an Eigentum stellen, das dann auch noch mit Mitteln der öffentlichen Hand erhalten wurde? Fragezeichen. Das Podium schweigt. Bitte, Herr Seib. Das würde ich sagen, ist eigentlich eine Frage an die brandenburgischen Akteure. Das ist ja sehr unterschiedlich in Deutschland gelaufen. Also grundsätzlich muss man ja sagen, dass auch im Westen es ja dem Zufall geschuldet war, wessen Haus zerbombt wurde und wer wo wohnte oder wer in einer Kleinstadt oder auf dem Dorf war und eben nichts verloren hat. Und andere haben alles verloren. Und die Adelsfamilien, also ich bin aufgewachsen in der Nachbarschaft eines Dona-Finkenstein. Das waren also unsere Nachbarn gegenüber, wo ich mich mit den Kindern sehr gut verstanden habe. Und die haben von ihrem riesigen Schloss in Ostpreußen so gut wie nichts gerettet. Und dann eben auch nicht mal das Wertvollste, sondern halt die Familienbilder, also sprich Offiziersporträts. Und dann haben die mal ein Bildband gemacht von dem, was da mal war. Und hätten gesagt, ja, hättet ihr mal die Poussins mitgenommen und nicht eure mit dem Munde gemalten Offiziersbilder. Und das ist sehr ungerecht, ohne Zweifel. Das ist einfach sehr ungerecht und das hängt einfach mit der Unwucht zur staatlichen Spitze zusammen. Aber ich glaube, dass der Herr Vogt einfach der bessere Antwortgeber ist. Der jetzt auch gleich das Wort nimmt, aber Herr Vogt, ich gebe noch eine Frage mit dazu, die ich aus dem Publikum gerade lese. Wäre es im Sinne der Transparenz nicht sinnvoll, einmal offenzulegen, welche Gegenstände im Besitz der SPSG konkret von Rückgabeforderungen betroffen sind? Ich mache das mal in der Reihenfolge, in der die Fragen aufgetaucht sind. Also die erste Frage zu der Frage Hochadel, anderer Adel, Privatbesitzer. Es ist tatsächlich so, dass relativ viel an andere Besitzer auch zurückgegeben worden ist im Rahmen des Ausgleichsgesetzes. Der wesentliche Unterschied, glaube ich, für unsere Diskussion ist dabei, dass es, wenn es um ehemals regierende Häuser geht, es tatsächlich immer diese Frage gibt der Abgrenzung von Staatsbesitz und Privatbesitz. Denn wird die Sache dann sehr komplex, denn man kann sich ja tatsächlich, das haben sich ja in den 20er Jahren sehr viele gefragt, bei dem Vermögensausgleich fragen, was davon hat eigentlich überhaupt einen sozusagen plausiblen Anspruch als privat zu gelten. Denn schließlich war das ja mal eine Art Staatsvermögen und in Preußen ist ja auch das Privatvermögen nie wirklich sauber definiert worden innerhalb dieses staatlichen Vermögens. Also das bringt, glaube ich, eine andere Situation herein, denn wenn wir jetzt wüssten, dass die Objekte, Liegenschaften und so weiter, bei denen es mit Hohenzollern geht, sozusagen von Anfang an so etwas waren wie die Villa eines Industriellen oder so, ich glaube, dann würde eine ganz andere Also ging es um ganz andere Einschätzungen dabei. Es sind aber tatsächlich Orte der staatlichen Repräsentation gewesen. Das eine. Die zweite, die Frage, wäre es nicht sinnvoll, das offenzulegen? Wäre es wahrscheinlich, es ist im Moment rein rechtlich noch so, dass wir als bei den Verhandlungen anwesende Partei an das Schweigegebot gebunden sind, was zu Beginn dieser Verhandlungen einmal für alle ausgegeben und von allen auch sozusagen befürwortet worden ist. Das ist jetzt, glaube ich, auch ein Teil der politischen Diskussion, die jetzt in nächster Zeit stattfinden muss mit
mehreren neuen Regierungen, die ja daran beteiligt sind. Also verhandeln tun die Bundesregierung, vertreten durch die BKM und die beiden Landesregierungen Brandenburg und Berlin. Und es wird also innerhalb dieses Kreises sozusagen noch die Entscheidung zu treffen. Dann bleiben wir bei dem inzwischen doch relativ fiktiven Rahmen dieser Diskussionssituation. Oder sagen wir, nein, wir entbinden alle, aber dann natürlich auch die Hohenzollern-Seite von diesem Schweigegelübde sozusagen. Wie gesagt, ich sage fiktiv, denn sehr viel von dem, was nominell im Rahmen dieser Verhandlungen vertraulich ist, ist inzwischen in der öffentlichen Domäne. Ich glaube, das hat der Diskussion auch gut getan, aber deshalb kann die SPSG jetzt nicht solches Material zurzeit veröffentlichen. Vielleicht muss Herr Böhmermann da nochmal einschreiten. Jetzt haben wir aber eine Frage an Frau Schüle. Wie geht es weiter jetzt nach den Diskussionen, nach dem Gerichtstermin, wenn es den schon gibt? Gibt es einen neuen Gesprächsfaden mit den Hohenzollern oder soll es ihn geben? Vielleicht noch mal kurz auch zu der Verschwiegenheitsklausel. Herr Vogter hat darauf hingewiesen, dass eine vierseitige Verschwiegenheitsklausel vereinbart gewesen, die aber initiativ auch von der Familie Hohenzollern eingebracht worden ist. Und natürlich müssen sich dann alle vier Verhandlungspartner darauf verständigen, dass es im Sinne der Transparenz ist, eben auch offen zu legen, über welche Güter, über welche Gegenstände reden wir hier, die von den Rückgabeforderungen umfasst sind. Wir wissen aber auch, die wir alle hier im Chat sind, die Bundesregierung hat sich gerade erst gebildet und auch das Land Berlin hat seine Wahl hinter sich gebracht zum Abgeordnetenhaus. Und da wird es künftig natürlich Gespräche geben. Und das könnte im Übrigen auch ein Neubeginn einer neuen konstruktiven Auseinandersetzung oder Verhandlung von Gegenständen werden, wenn sich alle vier darauf verständigen, dass die Verschwiegenheit aufgehoben wird und dass hier Transparenz hergestellt wird. Ich kann allerdings nicht für die Familie Hohenzollern reden, genauso wenig wie ich für den Bund oder das Bundesland Berlin reden kann. Zu der Frage, nein, es gibt noch keinen Gerichtstermin und ich habe auch keinen aktuellen Gesprächsfaden zur Familie der Hohenzollern, bin aber zu jeder Zeit in einer öffentlichen Debatte und einem öffentlichen Diskurs zu Gesprächen bereit. Das hatte ich in meinem Eingangsstatement auch gesagt. Ich bin zu jeder Zeit bereit und ich war in der Vergangenheit auch zu jeder Zeit bereit. Wozu ich nicht bereit bin, ist, wenn es hinter verschlossenen Türen stattfindet und wozu ich auch nicht bereit war, das hatte ich auch bei den drei Bedingungen, die ich am Anfang skizziert habe. Ich möchte nicht verhandeln, wenn gleichzeitig auf der einen Seite ein Entgegenkommen signalisiert wird und ein Verständnis für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler signalisiert wird, aber die Rechtspraxis derzeit noch eine völlig andere Sprache spricht. Vielen Dank, Frau Schüle. Das ist in unserer Diskussion ja eine ganz bemerkenswerte Mischung von Analyse und Appell zugleich, die wir hier führen. Wir versuchen herauszufinden, wo wir eigentlich stehen. Wir suchen nach einer Bilanz der Hohenzollern-Debatte und formulieren gleichzeitig aber Standpunkte und auch Perspektiven, wie es weitergehen kann und vielleicht sogar ganz optimistisch. Die nächste Frage, die ich hatte, ist jetzt aber, glaube ich, schon erledigt. Das war die Frage nach der Verschwiegenheitsverpflichtung, ob die von der öffentlichen Hand oder von den Hohenzollern ausgeht. Das haben wir geklärt. Und ich stelle ganz betrübt fest, dass das Publikum ansonsten keine weiteren Fragen an die Diskutanten hat, wenn ich nicht etwas übersehen haben sollte. Herr Seib, bitte. Ich wollte nur auf den letzten Link, den ich in den Chat für alle reingestellt habe, hinweisen. Da kann man ein PDF dieses Verzeichnis der Kunstschätze nur des Kreises Lebus sich runterladen und sich dann Dorf für Dorf, das ist alphabetisch nach Dörfern aufgelistet, und sich dann anschauen, was davon heute noch da ist. Da kann man viele, viele Sommer verbringen, indem man da von Dorf zu Dorf wandert und den Zustand von 1909 vergleicht mit dem, was heute da ist. Und dann stellt sich natürlich auch die Antwort auf diese berechtigte Frage, wie ist das im Verhältnis von großen und kleinen Eigentümern, ein bisschen anders. Also da ist sicher sehr vieles 1945 unter den Arm genommen worden von diesen Sachen, die da sind. Aber anderes ging eben auch nicht. Also den barocken Kachelofen konnte man halt einfach nicht mitnehmen. Der ist dann halt kaputt gegangen und der wird natürlich auch nicht restituiert. Der ist einfach zerstört worden. Und die Menschen, die das 1945 übrigens miterlebt hat, die leben ja auch noch. Also man kann ja mit den Bewohnern der Dörfer sprechen. Übrigens sind diese Dörfer zu großen Teils
von zwei Gruppen bewohnt. Also ich rede jetzt nicht von den Neuzugängen nach 1990, sondern das sind die einen Familien, die da schon immer waren, und die anderen sind die von der anderen Seite der Oder kommen. Denn die sogenannten Vertriebenen, damals in der DDR Umsiedler genannt, die sind ja überwiegend gar nicht nach dem Westen gegangen, sondern die sind einfach auf die andere Seite der Oder gewechselt. Und das heißt, da gibt es dann immer also Cis-Oder und Trans-Oder. Und dann sieht man, was in diesem Landstrich alles passiert ist an der Basis und auch an menschlichen Schicksalen und so. Und ich finde, das ist der größere, das ist einfach die Geschichtslandschaft, in der Potsdam auch drinnen steht. Das sollte man, also im 20. Jahrhundert, wenn wir vom 20. Jahrhundert reden, sollten wir einfach immer im Kopf behalten, nicht? Und wenn wir von Identität reden, Identität bildet sich ja an Erfahrungen und nicht an einzelnen Forschungsergebnissen. Herr Seib, ich bin einer von denen, die da viel lang wandern. Und ich war vor 2-3 Wochen gerade erst auf Gut Biegen bei Jakobsdorf an der polnischen Grenze. Und ich sehe, dass neben dem, was Sie beschrieben haben, es natürlich auch starke zivilgesellschaftliche Initiativen gibt, der Wiederherstellung, der Wiedergewinnung, auch manchmal so ein bisschen der Fake Art History, die man dort erleben kann. Und wenn ich von Gut Klesen bei Friesack bis hin nach Schloss Freienwalde schaue, merkt man auch, dass es doch ein sehr starkes Bedürfnis gibt der Reintegration des Verlorenen oder des Verlorenscheinenden. Und so kann man die Rekonstruktion natürlich auch einhegen. Und so war sie zunächst als Bewegung ja auch gestartet, wenn ich an Bordins Planen vor dem Palast der Republik denke. Mittlerweile hat es aber tatsächlich die Frage angenommen, ob wir damit Räume schaffen, die so etwas, was ich sanften Wilhelminismus genannt habe, zu schüren vermögen. Ich bin nicht sehr der Meinung, aber ich finde, diese Diskussion ist ein Grund dafür, auch warum wir so intensiv debattieren. Ich schaue mal in den Chat. Es gibt noch zwei Fragen. Vor der einen möchte ich mich drücken, die geht an mich selbst, oder vielleicht kommen wir nachher noch drauf. Aber eine Frage an Sie, Herr Vogt, ist der Montbijou-Bestand, jetzt sind wir bei den Körben, Westkorb und Montbijou-Korb, ist der Montbijou-Bestand durch den Abtransport in die UdSSR nicht de facto enteignet worden und fällt damit in den Zuständigkeitsbereich des Ausgleichsleistungsgesetzes? Fragezeichen. Nein, also ich kann jetzt nur unterstreichen, dass ich kein Jurist bin, sondern von Ausbildung her Kunsthistoriker. Der Montbijou-Bestand ist da eine reiche Weide für sehr viele juristische Studien, die es dazu auch schon gegeben hat. Tatsächlich ist ja durch der Abtransport nach Russland erstmal von staatlichem Eigentum auch passiert, und davon ist ja auch sehr viel zurückgegeben worden, auch übrigens Teile des Montbijou-Bestandes. Das heißt, das ist nicht automatisch eine Enteignung. Es gibt allerdings tatsächlich rechtliche Unterschiede darüber. Also es gibt innerhalb des Montbijou-Bestandes rechtlich unterschiedlichen Status für Objekte, die die nach 45 im Westen waren, für Objekte, die nach 45 im sowjetischen Einflussbereich waren, und Objekte, die in die Sowjetunion abtransportiert worden sind. Wäre jetzt allerdings zu lang, auf diese drei Gruppen einzeln einzugehen. Ja, dann stehe ich jetzt vor der Wand einer Frage, die ganz kurz ist. An Herrn Sabro, wie fassen Sie die Ergebnisse der 4 Diskussionen zusammen? Oh, jetzt bin ich blank. Ich habe es wenigstens vorlesen wollen. Also, verehrte Fragestellerin, verehrter Fragesteller, meine Eindrücke aus der Diskussion sind, zunächst kam die Planung unserer Veranstaltung ein bisschen zu spät. Wir wollten das, wenn Coronavirus nicht gewesen wäre, hätten wir das viel früher als Teil der Debatte begleitet. Jetzt ist es so, dass wir ein bisschen die Historisierung der Debatte selbst betrieben haben, in der wir noch auch direkt stecken. Das ist ein Paradoxon, das macht sich in so einer Diskussion bemerkbar. Aber wir haben schon versucht, einen etwas metahistorischen Standpunkt einzunehmen und uns ein bisschen aus unserer Akteursrolle in eine Beobachterrolle zurückzunehmen. Das würde ich als erstes sagen. Das Zweite, wir haben mit unserer Diskussion ein bisschen angeschlossen an die Fragen, die wir bei der Preußen-Ausstellung damals mit Friedrich Benninghofen und wem immer diskutiert hatten, ob Preußen ein schwieriges Erbe ist oder ein unbefangenes. Und ich fand, in der Diskussion um Preußen ausstellen ist ganz bemerkenswert schwierig, überhaupt auf die Problematik des Gegenstands Preußen zu sprechen zu kommen, weil alle Diskutanten, wie ich finde, auch mit großem Recht sagten, es gibt auch einen ganz unbefangenen Umgang mit Preußen. Man muss sich ja diesen Mythen nicht anschließen, um eine sozialhistorische Analyse von Preußen etwa zu machen. Und die Entzauberung des Mythos, die haben wir ja schon, Herr Vogt, mit Frieda Risiko etwa erlebt unter Hartmut Dorgerloh und Jürgen Luh. Also insoweit, finde ich, hat unsere Diskussion da den Anschluss
an eine tagesaktuelle, sehr aufgeregte Debatte gesucht, um sie ein Stück selbst zu historisieren. Und so würde ich auch unsere heutige Diskussion etwas einordnen. Herr Seib, Sie halten ein Buch hoch, das finde ich immer klasse, aber ich weiß leider nicht, welches es ist. Bitte sagen Sie es. Mit Mikro, sonst wird es wirklich schwierig. Otto Hinze, eine Sozialgeschichte, ja. Die Hohenzollern und ihr Werk, in Wirklichkeit eine Sozialgeschichte von Brandenburg-Preußen. Nicht? Von einem der berühmtesten großen Sozialhistoriker der historiografischen Tradition. Nicht? Es kommt so vaterländisch daher, aber es ist ein ganz modernes Buch. Und sowas könnte man ja wieder mal versuchen. Ich bin beeindruckt, Herr Seibt. Ich bin auch beeindruckt, mit welcher gedankenschnellen Bewegung Ihrer Linken Sie dieses Werk aus Ihrem Handbestand hervorzaubern. Also das ist bei mir gar nicht so. Finde ich ja ganz großartig. Wir kommen jetzt allmählich in die Schlussrunde. Eigentlich sind wir schon sind am Ende unserer Zeit angelangt, aber 13 Herr Sabo, Minuten. Ich würde gerne noch was sagen. Ja, natürlich alle. Ich würde gerne noch was sagen. Und zwar, Sie haben ja auf die Entstehungsgeschichte unserer Diskussionsveranstaltung auch schon hingewiesen. Ich möchte es nicht versäumen, vor allen Dingen Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen sehr zu danken. Und zwar sowohl, was die in allen vier Runden wirklich hochkarätige Besetzung des Podiums anbelangte, als natürlich auch die kompletten organisatorischen Vorbereitungen und Nachbereitungen unserer Diskussionsveranstaltung. Und ich hätte Sie es gerne sehr ausführlich und sehr lange gewürdigt bei Ihrem Abschied am 6. Dezember in den Unruhestand, der ja leider Corona-bedingt ausfallen musste. Aber lieber Herr Sabo, wir werden das nachholen und wir werden weiterhin sicherlich spannende Themen miteinander auch zu diskutieren haben. Herzlichen Dank vor allen Dingen an das ZZF, was zusammen mit uns, dem MWFK und der SPSG, aber sicherlich hier den Hauptteil, die Hauptlast getragen hat, diese Veranstaltungsreihe so exzellent vorbereitet und auch durchgeführt hat. Lieber Herr Sabo, ganz, ganz herzlichen Dank. Frau Schüle, dafür danke ich natürlich Ihnen sehr. Ich werde den Dank auch weitergeben. In der Tat begegnet sich unsere Veranstaltung mit meinem Ausscheiden aus dem Amt des Direktors des ZZF, aber das soll mein Interesse an diesen Themen natürlich nicht reduzieren. Und in Potsdam und in Berlin sind wir ja im Mittelpunkt dieser Veranstaltungen. Es war dem ZZF eine Ehre, aber auch ein Vergnügen. Und das würde ich ganz besonders auch für unsere heutige Veranstaltung sagen, liebe Frau Schlothäuber, liebe Frau Schüle, lieber Herr Vogt, lieber Herr Seibt. Wir haben sehr engagiert diskutiert und ich hoffe, wir haben unseren Gästen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch etwas geboten, was die beste Weg in die Zukunft angeht. Ich habe jedenfalls aus dieser Diskussion heute viel gelernt. Danke Ihnen für Ihr Kommen. Danke uns allen, Ihnen allen für das Zuhören. Sie können diese Veranstaltung verfolgen auf YouTube. Da wird sie in wenigen Tagen eingestellt. Und ich habe eine letzte Frage, die jetzt einfach offen bleiben muss. Es gibt keine Antwort darauf, aber ich danke der Fragestellerin oder dem Fragesteller. Ist eine Fortsetzung dieser brillanten Diskussionsreihe möglich? Ja, ich glaube schon, auch wenn wir nicht immer so radikale Anlässe brauchen, wie wir sie in diesem Jahr gefunden haben. Und ich will an den Dank, den wir jetzt untereinander verteilen, auch all diejenigen einschließen, die sich mit Monografien, mit Aufsätzen, mit Studien, mit Arbeit, mit Rundfunk Reportagen eingemischt haben und daraus eine gesellschaftliche Diskussion gemacht haben, wie wir sie in der Tat auch bei anderen Anlässen brauchen könnten. Vielen herzlichen Dank, machen Sie es gut, eine schöne Vorweihnachtszeit und bis bald, vielleicht im nächsten Jahr. Auf Wiedersehen.